erfrischend anders. So möchte das Relane Hotel in der Parkstadt Schwabing in München sein. Mit dem Slogan »Viele Typen, keiner typisch« wirbt das Lifestyle-Hotel für zukünftige Arbeitnehmer. Ganz egal, ob diese tätowiert oder gepierst sind. Für Managing-Partner Holger Behrens steht vor allem der Mensch im Vordergrund. Er legt Wert auf Individualität. Viele Hotels sind uniform, das heißt, da ist jedes Zimmer gleich in jeder Stadt, in jedem Land. Und die Mitarbeiter sind eigentlich fast genauso uniform. Die stecken in ihrer Arbeitskleidung, haben ihre Sätze vorgesagt bekommen, wie sie den Gast zu begrüßen haben, wie sie ihn verabschiedet haben und können sich eigentlich nicht selbst entfalten. Und wir möchten eigentlich mehr den Typ haben. Mir ist viel lieber, dass er vielleicht fachlich nicht optimal ist, obwohl er bei uns auch sehr gut geschult ist, aber mir was über die Stadt erzählen kann, mir seine Geheimtipps geben kann, seine Persönlichkeit entfaltet, als er einfach nur etwas auswendig Gelerntes runterrasselt. Und insofern suchen wir eigentlich mehr die Typen, die unsere Gäste begeistern, als uniforme Mitarbeiter. Holger Behrens ist wichtig, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ein Hotel, in dem man einzigartig sein darf. Es wird tatsächlich auch der Mitarbeiter von den Gästen in Anführungszeichen nicht unbedingt auf das Tattoo reduziert, sondern wir kriegen natürlich Kommentare über unsere Mitarbeiter, die sehr positiv sind, in dem aber wieder der Typ als Ganzes gelobt wird. Und es steht auch schon, so hatten wir letztens einen Kommentar, in dem gesagt wird, okay, wir haben da den und den Mitarbeiter, dessen Namen wir leider nicht mehr wissen, sehr positiv erlebt, als Gastgeber erlebt. Bitte grüßen Sie ihn schön, er hat das und das Tattoo als Kennzeichen, da wussten wir dann, um wen es sich geht oder handelt. Also insofern, auch der Gast nimmt das Tattoo wahr, aber glaube ich auch, heutzutage macht er sich nicht mehr so den Kopf darüber, inwiefern das jetzt wichtig oder unwichtig ist. Für ihn ist einfach die Person entscheidend. Tätowierte kommen aus dem Knast. Ein immer noch weit verbreitetes Klischee. Für Holger Behrens allerdings nicht mehr nachvollziehbar. Und ich denke, wenn ich 20 wäre, ja, und einen gestählten Körper hätte, würde ich mir vielleicht auch Gedanken drüber machen. Heutzutage vielleicht weniger, aber insofern finde ich, ist es einfach zeitgemäß, es gehört heutzutage dazu und es ist gewissermaßen auch eine Modeerscheinung. Vielleicht reden wir in 10 Jahren anders darüber, aber momentan gehört es einfach dazu und das können wir auch genauso akzeptieren. Und nein, ich würde damit nicht irgendeine Negativität verbinden, wie er kommt aus dem Knast oder aus dem Ghetto, deswegen längst nicht mehr. Als Tipp gebe ich immer noch das erste Tattoo vielleicht ein bisschen verdeckter zu machen. Ja, und wenn man sich nach ein paar Jahren damit immer noch wohlfühlt, dann ruhig die nächsten stechen lassen, da wo es dann auch öffentlicher ist. Aber ansonsten bitte wirklich ausleben und sich damit wohlfühlen.